die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Ende, wa fi budu'i ahadikum sadaqa. Und der Beischlaf zählt als Sadaqa. Das ist etwas sehr, also ich persönlich finde, dass das etwas, wie soll man sagen, es ist etwas sehr Eigenartiges an dem, im Islam selbst. Also normalerweise kennt man das, haben wir schon mal erwähnt, von Religiösen. Religiosität und Religion wird meistens verbunden mit Erhabenheit, also dass man sich erhebt vom Materiellen, von den Gelüsten und so weiter. Deswegen kennen wir das beispielsweise aus diversen Religionen, dass das Trachten um körperliches Wohlbefinden und körperliche Hygiene beispielsweise als eine nicht mit Religion konforme Handlung betrachtet wird. Nicht? Religion oder Spiritualität wird in vielen Religionen und auch Philosophien, also wie zum Beispiel jetzt Buddhismus und so, ist nicht unbedingt eine Religion in diesem Sinne. Es ist eher eine Philosophie. Da wird auch häufig das Seelenglück oder die Seelen, die Erfüllung der Seele häufig mit absoluter Abstinenz von allem Weltlichen in Verbundenheit gebracht. Tamam? Aber wir sehen, das ist sehr realitätsfern. Das ist realitätsfern und auch den menschlichen Instinkten und der menschlichen Natur zuwider. Ja. Auch das Zölibat im Christentum. Ja, dass sie nicht heiraten und so. Und das führt natürlich dann oft dazu, dass sie ihre Begierden auf andere Wege stillen müssen. Mensch, weil das ist einfach unnatürlich und unmenschlich. Und auf jeden Fall, wir sehen hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas erwähnt, worüber, was man sich eigentlich gar nicht als einen Akt vorstellen kann. Ein Akt, den man als Sadaqa bewertet oder als eine Handlung, für die man eventuell belohnt wird. Das ist sehr weltlich. Das ist sehr weltlich. Und an diesem Beispiel sehen wir zum Beispiel, dass der Islam in seinem Lehrgebäude, sage ich mal, das Weltliche mit dem Religiösen vereint. Und Religiosität bedeutet auf keinen Fall, dass man sich von der Welt als Ganzes entsagt, dass man ein Leben abseits der Realität lebt. Und deswegen haben sie sich auch hier gewundert, weil für gewöhnlich ist es so, dass wir Ibadah, das ist keine Ibadah übrigens, keine Ibadah, es ist eine Qurba. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Begriff Ibadah und Qurba. Nicht alles, wofür du belohnt wirst, ist an sich per se eine Ibadah. Kann eine Qurba sein, eine Handlung der Annäherung. So Allah Ta'ala muss aber keine Ibadah sein in diesem Sinne. Auf jeden Fall, sie haben sich dann auch hier gewundert. أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ. Kommt jemand von, ist es denn so oder ist es tatsächlich so, dass jemand von uns seinen Gelüsten nachkommt? Er kommt seinen Gelüsten und Trieben nach und wird dafür belohnt. Und dann verwendet der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier eine Form des Analogieschlusses. Er verwendet hier eine Analogie, das nennt man Qiyas al-Aks, die Usulgelehrten nennen das Qiyas al-Aks, umgekehrte Analogie. Und das bedeutet, umgekehrte Analogie, was bedeutet das? Die Usulgelehrten sagen in der Definition, Isbatu dhiddil hukmi li dhiddil asl. Nehmen wir hier dieses Beispiel. Oder erstmal ungefähr die Definition. Also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, aber der Qiyas al-Aks, das heißt umgekehrte Analogieschluss, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in diesem Hadith verwendet, bedeutet, dass man das gegenteilige Urteil für die gegenteilige Handlung einsetzt. Wir haben hier
den Sina. Das Gegenteil des Sina ist erlaubter Beichler. Nein, in diesem Fall ja nicht der erlaubte Beichler. Also der Sina ist der Asl. Der Hukum hier ist die Belohnung. Afwan, die Strafe. Gegenteil davon ist? Also das Gegenteil des Sina ist der legitime Beischlaf und das Gegenteil des Hukum, was der Tahrim ist oder beziehungsweise die Sanktion, ist die Belohnung. Der Qiyas al-Aqs ist grundsätzlich eine Hujja, na'am. Aber der Qiyas ist eines der kompliziertesten Themen im Usul al-Fiqh. Und also so wie das immer dargestellt wird, einfach nur zwei Sachen miteinander vergleichen, ne? So funktioniert der Qiyas nicht. Der Qiyas ist ein viel komplizierteres Konzept und ein Konstrukt, als das oft dargestellt wird.